Krankenhausmarathon. Der Wildecker Herzbube Wilfried Gliem befand sich für insgesamt 13 Wochen im Krankenhaus. Das ist vorgefallen. Es begann mit einer kleinen Wunde zwischen Ferse und Knöchel. Mein Arzt meinte, das offene Bein müsse behandelt werden. Da kam ich zum ersten Mal ins Krankenhaus, erklärt er gegenüber der Bild. Der Mitte 70-Jährige musste während seines wochenlangen Aufenthalts im Krankenhaus insgesamt 8-mal operiert werden. Kurz wurde er entlassen. Nach einer Entzündung musste er jedoch ein zweites Mal hin. Dabei fing er sich auch noch Corona ein. Abschließend musste bei Gliem noch eine Hauttransplantation durchgeführt werden. Es wurde ein Stück Haut aus meiner Fußsohle herausgetrennt und damit die Wunde geschlossen. Das Loch in der Fußsohle wurde dann mit einem Stück Haut aus meinem Oberschenkel geschlossen.